Es sind 36 Mitglieder anwesend. Der Aktionsvorstand und der Beschlussfähig. Der Stadtrat ist vollständig zu wählen. Die Sitzung ist somit eröffnet. Von Bildaufnahmen werden wir der Ratssitzung die öffentliche Zustimmung des Rates. Heute möchte ich Zug TV, wie immer, das ist eine Online-Geordnung, wieder Aufnahmen machen, die ins Internet kommen. Sind bisher auch einverstanden. Dann habe ich noch drei kurze Mitteilungen vorab. Am 16. Mai haben wir für den Gemeinderatsmitglied Franz Eaton von der Fraktion Alternative CSD in der Pfarrkirche St. Verena in Risch geheiratet. Wir gratulieren ihm an dieser Stelle herzlich und wünschen ihm und seiner Frau Andrea alles Gute. Die Mitglieder des großen Gemeinderats haben heute Abend eine Einladung der EEZ erhalten zur Teilnahme an der Lehrbau. Ich finde es wichtig und auch wichtig, dass wir diesen für uns nicht unwichtigen Partner der EEZ mit unserer Präsenz und Anteilnahme unseren Respekt für diese Organisation entgegenbringen. Ich werde deshalb im Auge behalten, dass wir zügig vorwärts kommen, alle Traktanten bearbeiten und somit rechtzeitig fertig werden, um wenigstens am zweiten Teil des 125-jährigen Jubiläums der EEZ teilzunehmen, der um 19:30 beginnt. Gleichzeitig rufe ich Sie auf, mit mir am gleichen Schritt zu ziehen und mich in meinem Bestreben zu einer spätigen Ratssitzung zu unterstützen. Besten Dank. Dann darf ich Ihnen noch mitteilen, dass Sie die neue Bauordnung und den Zonenplan, den wir in zweiter Lesung beschlossen haben, heute ausgehändigt bekommen haben. Somit kommen wir zu Traktanten 1, Genehmigung der Traktantenliste und der Traktanten. Gibt es Wortmeldungen zur Traktantenliste? Von euch dran, der heißt gibt es Einwendungen? Das ist nicht der Fall, somit ist die Traktantenliste genehmigt. Dann kommen wir zur Genehmigung der Protokolle Nummer 25 vom 27. März, Nummer 26 vom 31. März und Nummer 27 vom 7. April 2009. Die Protokolle wurden Ihnen zugestellt bzw. im Netzwerk aufgeschaltet. Gibt es Anmerkungen zu diesen Protokollen? Herr Manuel Brandenberg. Ja, geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Anwesende, ich habe eine Korrektur zum Protokoll Nummer 26 anzubringen auf Seite 1337, zweiter Absatz, zweite Zeile. 1337, dort wird unser BPK-Präsident Martin Spielmann mit IE geschrieben und ich glaube, er schreibt sich mit 2L. Das wollte ich korrigieren. Dann habe ich noch zum Protokoll 1375, Seite Protokoll 27, Seite 1432. Zu meinem Votum, erster Absatz, das ist ziemlich am Ende des ersten Absatzes. Da wird protokolliert, das eine oder andere Herzlein wird die SVP auch für einen Abstimmungskampf zusammenbringen. Ich habe gesagt, das eine oder andere Schärflein, also mit SCHERF, Herzlein, die sind auch schön, aber es handelt sich dort um ein Schärflein. Und ganz am Schluss dieses Absatzes wurde protokolliert, es handele sich, wir hätten hier eine Entwicklung zu einer Herrschaft der wenigen und einer neuen Oligarchie. Ich habe gesagt Oligarchie, also mit L. Das wäre alles. Besten Dank. Jetzt haben Sie leider verschiedene kleine Fehler eingeschrieben, die ich der Protokollführerin bereits habe mitteilen lassen. Es handelt sich aber keineswegs um grundlegende inhaltliche Fehler, besonders im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision. Deshalb verzichte ich darauf, diese hier aufzuzählen.
Damit aber alles seine Richtigkeit hat, werden Sie diesem Protokoll der heutigen Sitzung, werden diese in diesem Protokoll dann verwertet werden. Sie können sie aus dem Protokoll entnehmen. Sind Sie damit einverstanden? Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Das Protokoll, die drei Protokolle sind somit genehmigt. An dieser Stelle möchte ich Frau Jungschorno für die geleistete Arbeit herzlich danken. Die Ortsplanungsrevision war nicht nur für uns ein großer Brocken, sondern auch für unsere Protokollführerin ein enormer zusätzlicher Aufwand, den sie mit Kompetenz und großer Erfahrung gemeistert hat. Dafür gebührt ihr ein großer Applaus. Somit kommen wir zu Traktandum 2, einige parlamentarische Vorstöße und Einwahlen. Von der SAC-Fraktion ist am 18. Mai 2009 eine Motion eingegangen zur Halbierung der Verkaufsgerichtsgebühren und Gerichtssachgebühren. Diese Motion wird an der nächsten Sitzung zur Überweisung an den Stadtrat traktandiert. Als zweites ist eingegangen am 19. Mai 2009 eine kleine Anfrage von Patrick Steiner zum Dach von Stadion und Scheibenhaus. Nach DSO § 44 wird eine kleine Anfrage mündlich oder schriftlich beantwortet, und zwar sogar nach der Bekanntgabe im Rat oder an der nächsten Sitzung. Gibt es hierzu? Der Stadion hat das heute mündlich beantwortet. Wollen Sie das jetzt machen? Ja, halt mal das einmal. In Zusammenhang mit Traktandum 11. Dann haben wir als dritte Eingabe von der SAP-Fraktion bekannt zu geben eine Motion zur Wiedereinführung der Zifferlotengebung an den Stadtschulen ab der ersten Klasse. Auch diese Motion wird an der nächsten Sitzung zur Überweisung traktandiert. Dann kommen wir zum Traktandum 3. Motion der SAP-Fraktion betreffend zentrale Stadtverwaltung. Es geht um die Überweisung. Gibt es Anträge, diese Motion sofort zu behandeln? Das ist nicht der Fall, somit die Motion bereits an den Stadtrat überwiesen. Er hat 12 Monate Zeit, den Gemeinderatbericht Antrag zu unterbreiten. Wir kommen zum Traktandum 4. Motion der FDP-Fraktion betreffend Scheinzupressen auf der Friedhofanlage St. Michael. Auch hier geht es um die Überweisung. Gibt es Anträge, diese Motion sofort zu behandeln? Das ist nicht der Fall, somit ist die Motion bereits an den Stadtrat überwiesen, er hat 12 Monate Zeit, den Gemeinderatbericht und Antrag zu unterbreiten. Traktandum 5. Motion der FDP-Fraktion betreffend Stiftung Zürichische Alterssiedlung. Überweisen. Gibt es Anträge, diese Motion sofort zu behandeln? Das scheint nicht der Fall, somit ist diese Motion bereits an den Stadtrat überwiesen. Er hätte 12 Monate Zeit, den Gemeinderatbericht und Antrag zu unterbreiten. Doch die Motionäre wünschen eine Antwort bis nach den Sommerferien bzw. bis spätestens Ende September 2009. Somit kommen wir zum Traktandum 6, Motion der VGM-Mitglieder aller Fraktionen betreffend Standort neues Kunsthaus. Überweisung. Gibt es hierzu Anträge, diese Motion sofort zu behandeln? Frau Kaufmann-Lieber, wünscht der Standort, Herr Stadtpräsident, zuerst das Wort. Wenn es geht, ja, ganz schnell. Ja, meine Damen und Herren, wir möchten Sie vom Stadtrat her bitten, diesen Vorstoß als Postulat zu überweisen. Der Grund ist ein einfacher. Es gibt einen Teil 1 im Text, der ist ja schon weitgehend durch die Interpellationsantwort abgedeckt und wir sind natürlich weiterhin daran interessiert, Sie gut zu informieren. Teil 2
ist ganz klar ein Fall, wo wir sagen müssen, das ist nicht in der Kompetenz des Großen Gemeinderates. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Sie sagen, wir wollen nicht zu spät kommen. Aber dieses Mal waren Sie ein bisschen gar früh. Und der Moment wird kommen, wo wir Ihnen dann auch wirklich die entsprechenden Vorlagen bringen werden, wo wir dann in aller Breite auch darüber diskutieren können, aber eben zeitgemäß, stufengemäß. Ich möchte Sie bitten, das als Postulat zu überweisen. Ich möchte Frau Minister zum Wort abwarten, mal aufrufen. Und Herr Scheine. Also grundsätzlich müssen wir abklären, ob die Motionäre mit der Umwandlung einverstanden sind. Das wäre eine Bedingung für die Umwandlung in einem Postulat. Ja, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, werter Stadtrat, ich muss Sie namens der Motionäre enttäuschen. Wir sind nicht bereit für eine solche Umwandlung in ein Postulat. Dies insbesondere auch, wenn Stadtpräsident Müller sich äußert, der erste Teil sei jetzt mit der Interpellation der FDP eigentlich schon erledigt. Wenn das, was da vorgelegt wurde, diese vertiefte Standortevaluation und Diskussion sein soll, dann kann ich nur sagen, so nicht. Und deshalb halten wir sicher an der Motion fest, bitten wir Sie, diese zu überweisen, damit wir die Möglichkeit in der Hand haben, hier nicht nur an der Bremse zu ziehen, sondern im Notfall auch noch das Steuer herumzureißen und das Kunsthaus an einen anderen Standort hinzukriegen. Ich denke, also ich habe eine andere Auffassung, was eine Standortevaluation für ein solches Haus betrifft, als was uns da vorgelegt wurde in der Interpellationsantwort. Ich denke auch nach wie vor, die Motionäre, dass die Schützenmatt kein geeigneter Standort ist und dass wir da einen Scherbenhaufen riskieren. Und das will ich nicht. Also das wollen wir nicht. Wir wollen, dass ein Kunsthausneubau hier in der Stadt Zug möglich sein soll, und zwar an einem Standort, der für alle akzeptabel ist. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Ingerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, die Mehrheit der SP-Fraktion beantragt die sofortige Behandlung und Nichtüberweisen dieser Motion. Es mutet eigentümlich an, dass eine Evaluation für den Standort des neuen Kunsthauses gefordert und gleichzeitig der Standort Schützenmatt explizit davon ausgenommen wird. Die aufgeführten Argumente wirken nicht überlegt, sondern eher an den Haaren herbeigezogen. Zudem sind die geforderten Abklärungen bereits angegangen worden, wie unter Traktandum 19 die ausführliche Antwort des Stadtrates auf eine Interpellation der FDP-Fraktion erläutert. Geben wir dem Stadtrat doch den nötigen Freiraum für die gründlichen Abklärungen. Der GGR wird nach dem Beschaffen aller nötigen Fakten über das neue Kunsthaus und seinen Standort beraten können. Ich bitte Sie, den SP-Antrag zu unterstützen und diese Motion nicht zu überweisen. Gibt es weitere Voten zur Nichtüberweisung, respektive zur Sofortbehandlung? Das ist nicht der Fall. Ich wünsche der Stadtrat das Wort nochmal. Damit stimmen wir über die sofortige Behandlung ab. Darf ich die Stimme treffen? Ich habe jetzt noch einen Fragen. Herr Stadtpräsident? Ist das ein Antrag auf sofortige Behandlung? Auf sofortige Behandlung? Das ist eine Motion. Nein, die Frage ist nur, ist es ein Antrag auf Postulat oder auf sofortige Behandlung? Mit dem Ziel, es zu kippen. Nicht zu
anwesend sind 36 Gemeinderäte. Damit müssten wir 24 Stimmen haben für die Zweidrittelsmehrheit. Also wer dem Antrag zur sofortigen Behandlung zustimmen möchte, der wird jetzt die Hand zustimmen zur sofortigen Beweisung. Ich habe es falsch gesagt, Zustimmung zur sofortigen Behandlung. Ganz verkehrt. Also wer die Sofortbehandlung möchte, soll jetzt die Hand heben. Damit ist die Überweisung auf die Behandlung abgelehnt. Die Motion ist somit an den Stadtrat zur Überweisung. Der Stadtrat hat Ihnen das Wort vom Amtsgericht und Antrag zu unterbreiten. Nun kommen wir zu Traktandum 7, Motion der SVP-Fraktion. Betreffend die Standstellung der Wegkreuze der Stadt Zug. Es geht hier um die Überweisung. Gibt es hierzu einen Antrag alles Landtag? Frau Präsidentin, Frau Stadträtin, Herren Stadträte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die FDP-Fraktion ist gegen die Überweisung dieser Motion, und zwar aus folgenden Gründen. Wie meine Abklärungen gezeigt haben, sind für die Wegkreuze verschiedene Institutionen und Vereine zuständig. Manchmal stellten auch private Personen ein Kreuz auf, zum Beispiel bei einem tödlichen Unfall, und diese werden dann mit der Zeit nicht mehr gepflegt. Abklärungen bei der Korporation hat ergeben, dass sie ein paar Kreuze vor allem auf dem Zuckerberg haben und eines am Kamer Fußweg. Das Kreuz am Kamer Fußweg wurde vor kurzem neu erstellt und die anderen Kreuze würden bei Bedarf auf eigene Rechnung immer wieder instand gesetzt. Auch die Kirchgemeinde ist bestrebt, dass ihre Wegkreuze bei Bedarf instand gestellt oder bei Abbruch wieder aufgestellt werden müssen, siehe Kreuz auf den Löwen. Das Kreuz im Tschuppis unter dem Weitschürli hat der Aloysius-Verein vor circa 3 Jahren neu erstellt. Das Kreuz beim Regierungsgebäude gehört dem Kanton. Das Kreuz an der Kamerstraße gehört der Nachbarschaft Lorzen, die auch Eigentümerin der Schutzengelkapelle ist, und so weiter und so fort. Fazit: Es ist nicht Aufgabe der Stadt Zug, respektive deren Verwaltung, in dieser Angelegenheit aktiv zu werden. Daher wird die FDP dieser Motion nicht überweisen. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Anwesende, bin etwas erstaunt über diesen Antrag. Nicht, dass er von den Freisinnigen kam, aber trotzdem die Art und Weise, wie hier jetzt ein wenig Stimmung gemacht wird, indem man auf formeller Schiene eine kulturelle Beteiligung der Stadt Zug an einer Instandstellung von Kreuzen verhindern will. Wir haben ja eigentlich klar gesagt in dieser Motion, dass wir nur dort eine Instandstellung wollen, wo die Stadt Zug Eigentümerin ist oder ein Wegrecht in der Nähe hat. Wenn jetzige detaillierte Analysen von einigen Kreuzen, du hast, liebe Alice Landwing, einige Kreuze erwähnt, du hast aber auch und so fort und so weiter gesagt, das gibt es ja auch noch, vielleicht gibt es, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch Kreuze, die eben doch auch einen sachenrechtlichen Bezug zur Stadt Zug haben. Es steht doch uns gut an, in unserem Kanton, dessen Kantonsverfassung nach wie vor ganz klar erwähnt, die
Kirchen- und Pfründvermögen, der auf GAR, Paragraph 16, Kantonsverfassung, glaube ich, ist das Absatz 4, und der ganz klar auf einer christlich-abendländischen Grundlage steht. Und wir machen doch so viel Schönes hier für die Kultur in dieser Stadt Zug. Warum nicht auch ein wenig für die religiöse Kultur? Es ist ja nicht so, dass der Stadtrat jetzt unbedingt sämtliche Kreuze instand stellen muss. Es ist dort, wäre die Idee dort, wo es eben aufgrund der Verwitterung, aufgrund der nicht mehr gegebenen Schönheit des Kreuzes eine solche Renovation notwendig wäre. Und ich glaube auch, eine solche Überweisung, eine solche Motion wäre ein Zeichen, ein gutes Zeichen in einer Zeit, die ja doch auch geprägt ist von religiösen Auseinandersetzungen und auch von, sagen wir, religiösen Kämpfen, ich möchte den Islam ansprechen etc. Und es wäre gut, wenn wir als christlicher Kanton hier ein Zeichen setzen, ein kulturelles und auch ein kulturreligiöses Zeichen. Aus diesem Grund, finde ich, sollten wir diese Motion überweisen. Es geht ja heute nur um die Überweisung und den Antrag zur Dringlicherklärung der freisinnigen Fraktion würde ich also hier unbedingt ablehnen. Besten Dank. Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, erste Abklärungen haben ergeben, die Stadt Zug hat zwei Kreuze. Eines ist auf dem Friedhof, wurde vor 2 Jahren restauriert. Das andere ist am Lüssiweg bei den Salvatorianern. Dieses ist noch in Ordnung. Nein, das ist nicht, das habe ich abklären lassen, ist in Ordnung. Und wenn es nur wegen einem Kreuz ist, können Sie mir da ein Telefon machen, Herr Brandenberg, können wir das zusammen anschauen, ob das eine Emotion ist. Nur, dass Sie morgen wieder in der Presse erscheinen, es tut mir leid. Also, es ist Hanebüchen. Ein Telefon, meine Abteilung Immobilien, man kann das mit Ihnen anschauen, wird das gemacht. Ja, gut, man hat dann keine Presse. Okay, danke. Wünscht die Fraktion das Wort? Dann ist das Wort allgemein frei. Stefan Hof. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Meinung einer Mehrheit der FDP noch etwas präzisieren. Das Grundanliegen von dir, Manuel, das finden wir absolut in Ordnung und finden es wichtig, dass auch diese religiöse Kultur, die schlussendlich ein Fundament unserer Gesellschaft ist, gepflegt wird. Dagegen haben wir überhaupt nichts. Du hast gesagt, wir wollen das mit formellen Mitteln bodigen. Das ist nicht unsere Absicht. Aber unsere Absicht ist, also unsere Meinung ist, dass es nicht sein kann, dass wir Güter, die nicht der Stadt gehören, finanzieren. Du hast die Kultur allgemein angesprochen. Ein Kunsthaus ist nun mal der Stadtzug. Dann ist sie auch verpflichtet, dieses zu unterhalten. Und wir sind auch der Meinung, dass eine Kirchgemeinde oder auch eine Korporation genügend finanzielle Mittel hat, diese Kreuze instand zu stellen. Falls das nicht so wäre, könnten diese Organisationen immer noch ein Gesuch an die Stadt stellen. Das wollte ich noch einmal genau präzisieren. Besten Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir möchten noch schnell Herrn Stadtrat Christen antworten. Also es gibt wesentlich einfache Mittel, in der Presse zu erscheinen, wenn wir das möchten. Also das ist jetzt der Versuch, uns irgendwo auf die populistische Ecke abzuschieben. Und ich muss auch sagen, ich finde es eigenartig, dass hier jetzt über diese Motion eine solche Diskussion entsteht.
Im Übrigen ist es so, dass am Lüssiweg das Kreuz wirklich verwittert ist. Also das ist jetzt eine objektive Ansicht und es wäre täte das. Aber uns geht es eigentlich um viel mehr. Uns geht es eigentlich darum, genau diese Diskussion zu führen und vielleicht auch den einen oder anderen Privaten, auch die Kooperation, die möglicherweise im Besitz ist, von solchen Kreuzen aufzufordern, da etwas zu machen. Es steht wirklich nicht zum Guten mit diesen Kreuzen und es ist traurig, wie das teilweise aussieht. Ich bitte Sie also, diese Motion zu überweisen. Danke. Ich verlange von Herrn Brunner aufzuzeigen, welche Kreuze die nicht gut sind. Die Kooperation hat mir versprochen, dass sie alle immer der Förster absucht und sie restauriert oder auffrischt. Sie können doch nicht eine Behauptung aufstellen, ohne zu sagen, wo die Kreuze stehen. Ja, meine Damen und Herren, nur noch eine kleine Ergänzung. Falls unsere Stadt dereinst bereit wäre, auch Minarettsanierungen zu unterstützen, könnten wir diesem Vorstoß selbstverständlich auch beipflichten im Sinne der gesamtkulturellen Unterstützung. Besten Dank. Können wir zur Abstimmung schreiben? Wir stimmen Manuel Mandelberg. Ich möchte mich nicht zum populistischen Votum von Urs Bertschi äußern hier. Aber Alice Landwin, wieso diese, ich merke bei dir eine gewisse Intensität, etwas im Bauch, wir nehmen niemandem Arbeit weg mit dieser Motion, auch der Bürgergemeinde nicht, der Kirchengemeinde nicht. Also man muss hier nicht Angst haben, dass irgendjemand dann weniger Arbeit hat oder ein Amt weniger. Aber was natürlich schon wichtig ist, und es ist so, also das Wegkreuz, das der Stadt gehört, am Lüssiweg ist stark verwittert. Das kann mir mein Kollege Architekt Urs Meier, glaube ich, bestätigen. Nämlich am GGR-Ausflug von 2 Jahren etwa waren wir waren mal einen Besuch in der Tagesstätte Lüssiweg. Wir kamen an diesem Kreuz vorbei und ich kann mich erinnern, ich habe ihm gesagt, du weißt es vielleicht nicht mehr, ach, dieses Kreuz ist aber schon sehr verwittert, da könnte die Stadt auch mal etwas tun. Also haben wir wenigstens ein Kreuz, welches diese Motion rechtfertigt. Ja, ich habe jetzt eine Motion gemacht, ich will einen verbindlichen Auftrag, dass dieses Kreuz eben saniert wird. Ich will nicht ein Telefon mit Stadtrat Christen, damit er mir dann irgendeinen Brief eines Beamten schickt. Deshalb möchte ich Sie doch sehr bitten, dieser Motion zuzustimmen. Es ist nicht Populismus, es geht um die Sache und ich glaube, ich habe es eigentlich vorher gut erklärt. Man kann nicht immer uns Populismus vorwerfen, wenn wir mal etwas bringen, was den üblichen, sagen wir mal, die üblichen gangbaren und vorgespurten Wege vielleicht etwas darüber hinausgeht. Also ich möchte Sie doch bitten, wenigstens zu überweisen, was dann passiert. Das überlassen wir dem Bericht und Antrag des Stadtrates. Besten Dank. Jetzt noch ein letztes Wort. Herr Brandenberg, vielleicht gehen Sie, bevor Sie das nächste Mal eine Motion schreiben, zuerst im Stadtschreiben. Sie ist gar nicht motionsfähig, was Sie hier da geschrieben haben. Ist nicht motionsfähig. Überlegen Sie sich das nächste Mal. Und diese lange, ellenlange Diskussion wegen einem Kreuz, das Ihnen vielleicht nicht so gefällt. Also wir haben, glaube ich, in diesem Rat Gescheiteres zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht eben hier doch eine Grundsatzfrage, wie wir politisieren. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir ein Problem erkennen müssen und dann müssen wir darauf reagieren.
wenn Sie da drin schreiben, verpflichtet sich sämtliche Wegkreuze auf Stadtzuger Boten, welche im Eigentum und so weiter sind, instand zu stellen. Und wenn Sie dann angefragt werden, bringen Sie mit knapper Not ein einziges Kreuz weg, das nach Ihrer Meinung nicht im besten Zustand ist, dann ist es eben nicht so, dass Sie ein Problem erkannt haben und dagegen etwas unternehmen wollen, sondern geht es darum, dass Sie im Rahmen mit der politischen oder respektive religiösen Diskussion in der Schweiz, wo wir mit anderen Religionen konfrontiert werden, hier in der Stadt Zug als die Polizei oder die Sittenwächter der Religion darstellen und dass sie sagen, wir, die SVP, setzen uns für Wegkreuze ein, die sie am Schluss gar nicht nennen können. Und das ist eben das, wie man nicht Politik macht. Und das ist das, wieso, dass wir das Gefühl haben, dass wir da ein Gegengewicht setzen möchten. Das ist der Grund. Es geht wirklich darum, um morgen in der Zeitung zu erscheinen als Rektor der katholischen Kirche. Ich möchte zur Abstimmung schreiten. Wir stimmen über den Antrag aus der Bottig-Behandlung an. Da die Stimmenzettel müssen immer noch 36 Gemeinderäte anwesend. Das ist bei Dittus mehr, wäre 24. Wer den Antrag zur sofortigen Behandlung zustimmen möchte, der legt jetzt die Hand. Das haben wir mit 24 haben wir erreicht. Somit wird die Motion sofort behandelt. Nun entscheiden wir, ob die Motion erheblich erklären oder nicht. Wird das Wort jetzt nochmals gewünscht? Manuel Brandenberg. Nachdem ich offenbar davon ausgehen darf, dass außer der FDP alle die Motion so wichtig finden, dass sie heute erheblich erklärt wird, freut uns das natürlich. Ich bitte Sie also, unserem Antrag auf erhebliche Erklärung zuzustimmen und damit wir wenigstens dieses eine, das heißt wenigstens auch dieses eine verwitterte Wegkreuz, vielleicht sind es auch noch mehr, ich gebe zu, wir haben das nicht im Einzelnen geprüft, wir haben auch keine Stadtverwaltung auf unserer Seite, die uns das prüft. Wir haben das jetzt einfach halt mal gemacht, weil wir einige Wegkreuze gefunden haben, welche eben verwittert sind. Deshalb bitte ich Sie, hier diese erhebliche Erklärung zu beschließen. Besten Dank. Das Wort ist an die Martin Eisenbühl. Ich danke euch. Naja, die CVP wird sich auch dazu kurz äußern wollen, oder ich wenigstens. Wir führen ja das C, eben das bekannte C, im Namen das Christliche, und es ist sicher so, dass uns die Wegkreuze und der kulturelle Hintergrund sehr wichtig ist, dass wir es grundsätzlich, wir haben auch darüber diskutiert, die Stoßrichtung verstehen. Es ist uns wichtig, dass diese Wegkreuze instand gehalten werden, dass wir uns weiter daran erfreuen können, wenn wir auf Spazieren sind und vielleicht irgendwie einen Gedanken an den lieben Gott geben möchten oder Inspiration da verlangen möchten, dass wir da etwas bekommen. Aber ich denke schon, die Diskussion vorgängig hat das gezeigt, dass auch die Stadtverwaltung sich damit auseinandergesetzt hat. Wir haben jetzt bereits in der Eintretensdebatte, an sich sind wir sehr stark bereits auf den Inhalt gegangen. Wir haben identifiziert, um welche Wegkreuze es sich handelt. Die Stadtverwaltung hat uns kundgetan, dass sie diese Kreuze bereits überprüft hat. Und ich denke, da braucht es jetzt auch von uns, vom Parlament, ein gewisses Vertrauen auch in die Stadtverwaltung. Es kann nicht immer sein, dass alles immer nur Skepsis und Misstrauen hier herrscht. Und deshalb danke ich dem Stadtrat, dass er diese Fragen geprüft hat, und hoffe und bin aber auch davon überzeugt, dass er weiter darum besorgt sein wird, diese Kreuze in einem guten Zustand zu halten.
Ich empfehle deshalb nicht eine erhebliche Erklärung dieser Motion. Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, die Fraktion Alternative CSP schließt sich dem an. Wir wollen das auch nicht erheblich erklären und sind einerseits natürlich Inhalte und Werte ein bisschen wichtiger als die Symbolik. Außerdem muss ich schon sagen, kann es auch zu einem Wegkreuz gehören, dass es ein bisschen verwittert ist, dass es eine gewisse Patina ansetzt und so eine gewisse ein ehrwürdiges Alter auch ausstrahlen kann. Ich möchte die Stadt bitten, hier bei der Sanierung dieser Kreuze nicht zu übertreiben. Die müssen nicht alle wie nigelnagelneu aussehen. Man darf ruhig sehen, dass da eine Geschichte dahinter steckt. Danke. Ich möchte zur Abstimmung schreiten. Darf ich die Stimmenzähler bitten? Wer die vorliegende Motion erheblich erklären möchte, im Sinne der Antragsteller, der erhebe jetzt die Hand. Vier. Das sehen wir. Sie haben mit 4 zu 29 Stimmen die Motion nicht erheblich erklärt, das Geschäft ist somit erledigt.